Reisende reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, mein Mama. Heute will ich euch mal einladen auf einen kleinen Einblick auf meinen Tag, meinen Stromtag, den ich so verbrauch, sage ich mal. Und ja, ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, habe jetzt ein bisschen zusammengeschnitten und so. Und ja, ist doch ein ziemlich langes Video geworden. Ja, da zeige ich meine PV-Anlage mal ein bisschen, beziehungsweise meine Anlagen, meine Inselanlage, die Einspeiseanlage. Und wir gucken uns ein bisschen die Verbräuche an, gucken mal, was ich beim Rendern, was ich am Start habe vor Vormittag, sage ich mal, und am Abend die Endabrechnung. Viel Spaß dabei. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist mein morgendlicher Gang, meist im Dunkeln. Und zwar muss ich erstmal den Wechselrichter einschalten. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen das Rollo hoch, dass wir hier ein bisschen Licht haben, weil ich schalte über Nacht den Wechselrichter aus, weil der, boah, Leute, warte mal, wir können ja gleich mal gucken. Ach, jetzt lädt PV schon. Also wir laden jetzt mit 3 Ampere. Wird jetzt schon geladen? Oh, das ist ja grauenhaft, ne? Also 3 Ampere gehen jetzt in die Batterie rein. Also knapp 3 Ampere, ne? Früher Mori. Ich habe erst Nachmittagssonne, ne? Jetzt ist beschattet meine Anlage. Und ja, erster Schritt jeden Morgen ist quasi, nicht quasi, sondern das Ding einschalten. So, dann können wir gleich mal gucken. Ey, ohne Licht ist scheiße, mit Licht ist scheiße. So, bei 1,6. Sagen wir mal, 15 Watt oder, naja, so ungefähr 15 Watt braucht er halt, wenn ich nichts mache. Ja, nachts, wenn ich nichts angeklemmt habe. Warum soll ich denn die ganze Zeit laufen? Das sind, glaube ich, 0,2 kW oder so am Tag, ungefähr. Ne, ich habe das, ist jetzt schon Monate her, wo ich das alles ausklamüsert habe und so. Mich interessiert das auch nicht mehr, weil es eh scheißegal ist. Ne? Also ja, von gestern habe ich hier noch 616 Wattstunden minus. Die müssen wir heute reinkriegen. Ja, hier hinten sitzt der Regler, blinkt. Wir gehen jetzt mal rum. Und jetzt geht nämlich das hier wieder. So, und jetzt gucken wir mal. Können wir mal gucken, was wir schon rein haben. Ich habe ja dieses MD50-Kackding. Oh, guck mal, haben wir schon 0,3 kW reingekriegt. Also hatte ich 0,9 minus von gestern Nacht, also ungefähr ein kW. Ich habe gestern ein bisschen mehr gebraucht, weil, ja, drucken hier, ausdrucken, Videos machen, keine Ahnung. Wir sehen ja heute Abend dann die, was halt am Tag reingekommen ist, ne, was weiß ich, 1 kW oder so wird es ungefähr werden. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal, ob ich damit hinkomme, ne. Ich hoffe mal, ich vergesse es nicht. Jetzt haben wir 77 Volt, 0,5. Ist halt, wie gesagt, die Anlage ist halt eine Nachmittagsanlage. Und ja, ich denke mal, geplant ist heute eventuell ein Reaction-Video. Achso, da muss ich mich ja hier, wenn ich so Vlog mache, muss ich mir noch mal zeigen, ne? Reaction Video, da könnte ich höchstens, dass ich im Zeitraffer euch das mal zeige oder so, dass ich das eben heute gemacht habe, das Video. Oder keine Ahnung, wie gesagt, mir ist das egal, ob ihr mir das noch glaubt oder nicht. Ich bin autark, aber ich würde es euch schon gerne so ein bisschen zeigen. Irgendwo auch nicht, weil wieder viel Hate kommen wird, das will ich jetzt schon. Ja, so viel, das braucht stimmt alles gar nicht, bla bla bla. Dafür habe ich, der eine oder andere kennt ja vielleicht Mensch und Natur. Und dafür habe ich noch ein Video geplant, das ist schon länger in Planung, ich hänge mit vielen hinterher. Und zwar, dass ich den Nico mal besuche. Ich habe ihm da beratend zur Seite gestanden, habe ihm dann einen Stapler-Akku versorgt, den ich noch wenn man drüber geguckt hat. Ja, der ist eben jetzt auch autark. Er sagt so im Schnitt, schlacht uns bitte nicht tot für ein halbes kW hin oder her, Jungs, ne? So 3 kW ungefähr, ne? Dazu muss man aber sagen, dass er elektrisch zuheizt. Ne? Also ich würde mal vermuten, wenn Nico, liebe Grüße an der Stelle, wenn Mensch und Natur ja nicht elektrisch heizen würde, gar nicht, würde er wahrscheinlich auch auf das KW kommen oder so. Ja, also wenn man jetzt nicht hier wahnsinnig brutal irgendwas macht, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Ne? Ich gehe auch auf das Thema Waschmaschine und den ganzen Blödsinn ein, der mir immer vorgeworfen wird.
Da gucken wir uns immer ein paar Sachen an. Eben was will ich schon mal vorausnehmen, falls ich das vergesse. Und zwar, wenn ich aus der Bastelecke hier was rausnehme, ne? Komm mal her, ich mach mal schnell an. Das kann ich euch jetzt nicht mit einrechnen. Ne, also dieses 12 Volt Licht, alles was quasi hier 12 Volt an den Akkus dranhängt, das messe ich gar nicht mehr. Ne? Ich habe es noch nie gemessen, ehrlich gesagt. Ich sehe es halt an der Spannung, wenn der hier rum, wenn er halt anzeigt, dass sie leer sind, ja, dann werden sie halt notfalls zugeladen. Weil ich habe hier nur ein PV-Modul dran, das ist hier außen an der Wand, da gibt es auch ein Video zu. Oder ist das auf dem alten Kanal gewesen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses eine Panel reicht. Im Sommer reicht's, in Übergangsphase nicht ganz. Und im Winter reicht's nicht und dann lade ich von meinem Hauptakku zu. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht noch fragen, wie ich mein Internet mache. Und zwar ist das hier, das hatte ich auch schon mal in einem Video gezeigt, diese Zigarettenanzünder. Und mein Internet läuft quasi immer über die 12 Volt 24/7. Ne, also die Leitung geht dann hier rum und hier an den Router. Ne, das seht ihr hier, meine selbst gepfuschte Leitung. Sowas kriegst du nicht zu kaufen hier. Ne, hier ist nochmal ein Kondi drin. Also das ist wirklich die Leitung, die hier hintergeht. Und weil ich ja, weiß nicht, wenn ich pennen gehen will, ne, schalte ich den aus. Und damit ich dann eben noch WLAN habe fürs Handy oder so zum Film gucken, dann kann ich, ist eben mein Router immer an. Weil sonst müsste ich ja den Wechselrichter die ganze Zeit anlassen. Und der braucht, wie gesagt, die 15 Watt. Und das braucht ja der Router nicht mal. Ne, und das ist halt eben Schwachsinn. Ja, erstmal Handy laden. Natürlich alles umsonst, ist klar. Und ja, ich werde es erstmal mir Frühstück machen. Wie ihr wisst, wohnen in unserem Bauernhof wohnen ja noch meine Eltern. Ich bin jetzt quasi bei meinen Eltern in der Küche. Wir verstrahlen mal ein bisschen die Umwelt. Und ja, jetzt kommt mal ein Thema. Habe ich gleich zwei Kandidaten. Also die Kühltruhe zum Beispiel, die beinhaltet ja auch Nahrung für mich. Ne? Und die Mikrowelle jetzt oder beziehungsweise der Strom, der benötigt wird, um eventuell für mich Essen mitzumachen oder eben was zu erwärmen oder was auch immer. Da habe ich mich auch drum gekümmert, ne? Weil ja viele sagen, oh, du hast ja keine Waschmaschine, bla bla bla. Ja, wartet mal ab. Ne? Da gehen wir jetzt gleich mal raus. Und warum ich das jetzt hier nutzen kann, bedenkenlos, das erkläre ich euch gleich. Zeige ich euch so rum. So, nachdem wir hier das Nervengift eingefüllt haben, habe ich mir überlegt, da mir ja öfters vorgeworfen wird, dass ich meine Eltern ausnutze und denen ihre Stromrechnung in die Höhe treibe und ein absolut verantwortungsloses Arschloch bin, habe ich mir einfach so jetzt gedacht, ich sitze jetzt hier gerade am Tisch, meine Mutter macht gerade hier Steuer etc. Darf ich dich denn für diesen Umstand, dass wir den mal aufklären, darf ich dich da mal filmen? Oder wollen wir nur Audio machen? Dann filme ich jetzt den Tisch weiter. Audio nur. Nur Audio, okay. Mhm. Oh, hab ich dich schon mal gezeigt? Kann ich da jetzt gar nicht sagen. Stimmt, du bist eh schon zu sehen. Wollen wir es nicht, willst du mir den Gefallen tun? Ja gut, mach ich's. Habt ihr gehört? Extra für alle Hater da draußen. So. Hallo, Wigmar. Hallo. Ja, das ist meine liebe Mama. So, was sagst denn du dazu? Wir haben das jetzt nicht abgesprochen oder so. Mir ist das jetzt gerade eingefallen. Was sagst denn du dazu, wenn du das lesen würdest, dass ich euch mit Strom ausnutze und... Das ist der reinste Wahnsinn. Du bezahlst selber dein Zeug, deine Rechnungen, beziehungsweise... Ja, ich habe ja keine mehr. Hast ja keine... Du musst den Strom über Batterie einspeisen, was soll ich denn noch sagen? Na jetzt mal zu dem Vorwurf, ich nutze ja eure Kühltruhe. Nö, du arbeitest ja dafür für uns. Ja, aber was ist mit dem Herd? Du machst ja Holz. Nee, ich meine den Stromherd. Der geht doch über Solar. Wer hat denn das Solar gemacht? Na, du hast das gemacht. Ach, ich hab das gemacht. Ich nutze euch aus, indem ich euch
eine Solaranlage hinbaue. Nee, du nützt uns überhaupt nicht aus. Die, die spinnen, oder? Ja. Das schreiben Leute, Mutti. Die haben keine Ahnung. Die schreiben, dass ich euch ausnutze. Oder dass der Strom von dem Ofen hier und bla. So, und wie ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass du deinen Strom selber machst. Ja, und was ist mit dem Strom, der hier verbraucht wird? Für mich. Wo kommt denn der her? Na, von der Solaranlage. Die Anlagen, die ich gebaut habe, oder? Ja. Ja. Habt ihr eure Stromrechnung gesenkt dadurch? Na, freilich. Schreiben die im Internet, ich würde euch ausnutzen. Die spinne ein bisschen. Leute, ich habe die Stromrechnung meiner Eltern, ja gut, damals, jetzt ist ja der Preis ist ja auch gestiegen. Ja klar. Ne? Wo wir damals angefangen haben, also wie soll man das sagen? Ich würde jetzt mal sagen, wir haben die PV-Anlage in weiser Voraussicht damals gemacht. Also wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, ist es so, dass, wie soll man das jetzt sagen, weil der Strom eben auch teurer geworden ist, ist das quasi plus minus null. Oder? Das ist jetzt so ein bisschen doof erklärt. Also, wie soll man sagen, damals war das ja alles noch billig, der Strom war nicht so teuer und ich habe aber schon gesagt, Mensch, das wird auf jeden Fall teurer, lass uns doch eine Solaranlage machen oder eine PV-Anlage, dass wir dann eben Strom sparen. Und das zahlt sich eben jetzt aus. Die genauen Zahlen, ich habe einige Zahlen auf YouTube gemacht, wo ich euch gezeigt habe, 300 Euro da Stromrechnung weniger, dann 300 Euro da Stromrechnung weniger. Das ist eben die Anlage draußen, die zeige ich euch jetzt auch gleich. Ja, und die macht, also gestern oder vorgestern hatte ich, vor zwei, drei Tagen hatte ich geguckt, da waren wir bei 5 kW, Jungs. Ne? So ein E-Herd, der hat 2 kW, sagen wir mal, eine Stunde kochen. Ne, und da hast du deinen Mittag gemacht und für 5 Personen, nicht nur für mich. So, ne, und da sind immer noch 3 kW übrig. Beziehungsweise, ja, die Mutter zeigt gerade auf dem Holzofen, wir heizen ja eh mit Holz. Also im Grunde genommen muss die PV-Anlage für mich mit, kann man jetzt sagen, okay, ne, den Kühlschrank, die Lebensmittel, die in dem Kühlschrank drin sind bei meinen Eltern, ja, dafür habe ich doch die PV-Anlage gebaut, Leute. What the fuck? Was ist denn mit euch los? Ich komme da, die Mutter muss sogar lachen, ne? Man könnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt das auch an mir, vielleicht hätte ich so ein Video hier mal eher machen müssen, wo wir das mal zeigen, mal Klartext reden. Ne? Ich weiß es nicht, also ich kann das nicht fassen. Das mir vor, mir vorgeworfen, ich würde euch ausnehmen. Der Plan ist, die Stromrechnung noch weiter runter zu prügeln, Jungs. Genau das Gegenteil, was ihr denkt. Ich verstehe das nicht. Naja, ich genieße jetzt mal meinen kostenlosen Kakao hier. Und dann gucken wir mal weiter. Sollen wir überlegen, was sie da einfach ins Internet schreiben, was nicht der Wahrheit entspricht und das, wo sie nicht Bescheid wissen darüber. Ja, das ist heutzutage Standard. Alle quatschen, haben keine Ahnung. Sollen wir versuchen, das nachzumachen? Das werden wir... Gut, es gibt ja schon, der Nico hat es nachgemacht. Das ist so ein. Aber es gibt viele, die nur einen Strom vom Anbieter nehmen und nichts machen. Ja. Gut, da muss man auch dazu sagen, wir leben hier auf dem Bauernhof, wir haben eben auch die Möglichkeit dazu. Wenn jetzt jemand in der Stadt in einer Einzimmerwohnung, will ich nicht über ihn urteilen, dass er keinen PV hat oder Stromverbrauch. Mein Gott, das, ich sag euch Jungs, das, was wir gespart haben, alleine schon, wir hätten jetzt eine Rechnung, die wäre doppelt so hoch, glaubt's mir, das kann ein anderer da draußen, der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sparen. Das ist unser Stromausgleich für die Welt. So, jetzt gucken wir mal hier zur Libis Stromkonverter. Ihr könnt es euch hier von Weitem schon sehen. Ich habe jetzt, ja, sagen wir mal, für mich wird heute ein KW ungefähr an, was weiß ich, Wasserpumpe, Heizungspumpe, was weiß ich, was da alles für ein Scheiß, Kühlschrank, Kühltruhe, bla, bli, blub, ne, der ganze Müll. Und da haben wir hier unseren schlauen Kasten, da wollten wir ein paar Daten haben. Und zwar sind wir jetzt schon bei 1,6 kW, lol. Und aktuell seht ihr das hier. Ne, warte mal. AC-Leistung 577. Lol, wir waren gerade am Höchstwert. Guckt mal. Das
gerade der Höchstwert. Gut, die Sonne ist jetzt, kommt jetzt langsam drauf. Ist eine EnKW-Anlage. Hatte ich ja auch ein paar Videos gemacht. Leider sind da auch wieder ein paar weg, ne? Wegen dem Heck. Und ja, ihr seht das jetzt mal. 1,6 kW hat das Ding jetzt schon reingeboldert. Ich weiß nicht, ob da eine Uhrzeit anzeigt. Da. 11.35 Uhr. Und upsa, wir gehen nochmal raus. Na gut, die sind jetzt schon gut in der Sonne, ne? Also das ist nicht meine Anlage. Das ist die Anlage, die ich für meine Eltern gebaut habe, um die Stromkosten zu reduzieren. So, hier oben drauf ist meine, ja, 500-600 Watt Anlage ungefähr. Stinky. Jetzt muss ich mal schnell hier hochklettern. So, das ist meine Anlage für die 12 Volt, für den 12 Volt Stabilakku. Ich bin schon außer Atem, ne? Ein bisschen hier hochklettern. Nicht mehr gewöhnt, Jungs. Ja, was gibt's da? Gibt's nicht viel dazu zu sagen. Und guck mal, da haben wir unser, da ist unser Glas. Wo ist der Riss, Jungs? Hä? Wo ist der Riss? Die treuen Zuschauer, die wissen ja, war E-Modul gesprungen oder Zwerg? Gut, den Riss sieht man. Da muss man auch schon genau hingucken, ne? Ja. Also ich kann das nur empfehlen, Männers. Macht das mit Sekundenkleber. Das funktioniert auf jeden Fall. Oh nein, ich habe einen Vogel drauf geschissen, du Arschloch. Hier ist die andere. Ihr seht so ein bisschen den Riss noch. Also mit Sekundenkleber, ihr habt das jetzt mal, wann habe ich das Video gemacht? Vor 2-3 Jahren. Platten sind noch gut. Im Winter passiert auch nichts. Ihr seht hier, und wo alle rumgemeckert haben, das ist alles Schrott und das kann man so nicht machen. Alles falsch, was ich mache. Ja, hier seit 3 Jahren falsch. Hält, funktioniert, ich bin auch dreig. Aber macht es ja nicht, um Gottes Willen. Ne? Schön Strom bezahlen und arbeiten gehen. Da geht's rein. Hier ist das Fenster, wo man quasi immer mal rausgucken, falls ihr euch erinnern könnt. So, jetzt haben wir es hier. Ja, yeah, hey, jetzt sind wir mal schön. Wir haben es jetzt, wie gesagt, 11:30 um 12 rum gleich. Und ich habe jetzt, guckt mal, Jungs, es geht los. Au dark. Ne, also ich habe eine Nachmittagsanlage, weil hier eben Haus und da drüben Osten. Und dadurch seht ihr, habe ich bis Mittag Schatten. Also ich sag mal so, um 2 geht es ungefähr dann richtig los. Hier ist noch eine Erweiterung. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon mal in einem Video gezeigt habe. Dazu gehen wir jetzt mal wieder runter und wir gehen weiter am Haus. So, weiter geht's. Also hinten die Netzanlage. Jetzt da das Stückel von meiner Anlage. Siehst du, ich muss so Rasen nehmen, guck mal. Ja, das lohnt sich. Das werde ich jetzt dann gleich machen. Und zwar habe ich noch 2 Module hingemacht. Ja, ich habe die Wand halt hier verputzt und da dachte ich mir, komm, da machst du gleich, oh nein, das ist ein Riss, nee, das ist ein Spinnenwebe, ich dachte jetzt schon. Und ich habe ja noch von den Modulen ein paar rumliegen, Ersatz für die da oben, und habe mich ja entschieden, hier nochmal 2 Module hinzumachen, dass ich einfach, wenn man jetzt hier mal guckt, dass unser Ra, ja, dass ich halt die Vormittagssonne, gerade im Winter auch ein bisschen Vormittagssonne abkriege. Und im Winter ist es tatsächlich, die 2 Module machen genauso viel wie die da oben. Ne, einfach nur wegen der Ausrichtung. Also das ist noch dazugekommen. So ein bisschen kleiner Winterboost. Aber langt jetzt. Ne, wenn wir jetzt hier weitergehen. Google Maps, ne, könnt ihr mein Haus finden. Adresse ist eh öffentlich, von daher. Und das ist das Schottsolar. Ne, hier ist meine Bastelkammer und genau dahinter ist quasi der Laderegler, hier sind die Batterien und hier ist mein Basteltisch auf der Höhe. Fensterstock halt, ne? Und das lädt die, ja, den 12 Volt Akku
von der Bastelkammer. Nee, Bastelecke, so rum. Ja, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter gehen, habe ich ja noch, der eine oder andere weiß das auch noch, ich habe damals komplett einen Stecker gezogen und bin in die, ja, ich sag mal, in meine Bastelkammer damals gezogen im Keller. Und die Anlage davon ist ja auch noch da. Ne? Die gucken wir uns jetzt mal an. Also das sagenumwobene Hühnerhaus, so hätte ich was gesagt. Ne? So, schwitz mal wieder rum. Schwicke. Und zwar, fragt mich jetzt bitte nicht, wie viel Watt das sind. Waren das 50 Watt-Module? Ich glaube 50 oder 60 Watt-Module. Alle natürlich parallel, ist natürlich klar, ne? Für unsere Reihenschaltfreunde, die nicht autark sind. Hallo, Männers, die Kollegas. Guck mal hier. Die nutzen nämlich die Solarplatten als Schattendings. Und die gehen wirklich lieber unter die Dinger als unter den Baum. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Wahrscheinlich, weil es ein bisschen kühler ist, haben sie alles freigebüttelt hier. Ja, also könnt ihr euch selber ja mal ausrechnen, aber die 60 Watt, also die Module haben keine 60 Watt, weil ihr seht das wahrscheinlich schon an den Verfärbungen hier. Die sind halt uralt, die haben es eigentlich schon erlebt, aber das speist halt auch noch gegen, zeige ich euch gleich den Gegenspeiser. Das gehört auch noch dazu. Das ist halt so, die ist schon auf Nachmittag. Die ist noch auf Vormittag, ne? Kann man hier einfach umklappen. Achtung. Wahrscheinlich, wenn ein Huhn hier drauf oder zwei, drei Hühner hier drauf fliegen, macht's. Ne? Guck mal, so hält es sogar in der Schwebe. Also wenn man das richtig baut, da brauchen wir auch keinen 6 kW Elektromotor, um irgendwelche Ladplatten zu bewegen. So, das kann es doch gar nicht sein. Der. So, die Platte ist eine der wenigen, die nicht angeklemmt ist, die war damals, ja, hier ist ja meine, die alte Bastelkammer, die war damals mit auf die Bastelkammer geklemmt, das auch, und damals war entweder das oder das schon auf Einspeiser, auf meinen Akkus, und wo ich dann hochgezogen bin, habe ich ja hier keinen Akku mehr gehabt und habe die Module, habe ich mir so einen Grid Inverter geholt, ja, um das eben auch bei meinen Eltern, ja, gegenzuspeisen. Ne? Wir haben natürlich schon eine Grundlast, wir haben ja hier einen Bauernhof, ihr seht es ja. Ja, ob das nur Wasserpumpen, zwei oder drei Kühltruhen haben wir, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube zwei oder drei, egal. So, hier gucken wir jetzt mal rum. Hier sieht es noch ein bisschen Katastrophe aus wegen Geburtstag, aber sieht es eigentlich immer Katastrophe aus. Also ist das eigentlich keine Ausrede. Und zwar, wo ist denn der Kollege? Hier, der gelben Kiste. Der eine oder andere hat den auch schon mal gesehen. Ne, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht noch hier eine halbe Stunde rumphilosophieren. Grüne Lampe, wer die Dinger kennt, weiß, aha, arbeitet. Ja, was da jetzt aktuell einspeist, warte mal, ich habe zwar hier eine Uhr dran, aber ich glaube, die zeigt nur Mummix an. Day 35 zeigt jetzt 60 Watt an. Ja, kann sein, es stimmt. Also die Anlage ist ja nicht die effizienteste der Welt. Ne? Und das geht halt auch. Ja, ihr wisst ja, ich habe keinen Stromanschluss mehr. Alle Steckdosen, die ihr hier auf dem Bauernhof oder so irgendwo grundlegend seht, sind bis auf die in meinem Zimmer, das sind meine. Oder zumindest oder in meiner Bude, das sind meine, aber überall auf dem Bauernhof hier, die Steckdosen sind natürlich von dem Stromnetz von meinen Eltern, von dem Bauernhof, und alles, was ich da quasi einspeise, wird ja eingespeist, gegengespeist. Ne? Und wie ihr gesehen habt, hinten bin ich bei 1, noch was kW. Jetzt ist schon, das geht aber jetzt erstmal richtig los. Also ich denke mal, das mache ich wieder so 5, 7 kW, irgendwas, ich weiß es nicht. Ne? Und so, der eine oder andere wieder sagen, das haut der Rechner richtig nicht hin, wieso machst du 5 kW, wenn du doch nur deine Milch in der Mikrowelle machst und ihr mit Holz es eigentlich macht und bliblablub. Hat auch einen Grund. Und zwar habe ich noch einen Bruder. Und ja, ihr werdet lachen, der verbraucht Strom. Nee, Spaß. Ja, also
ich habe nicht nur an mich gedacht, sage ich mal, damals, wo ich die Anlage gebaut habe, sondern habe mir eben nur gedacht, okay, also so grob, ich weiß nicht, ob das schon zu weit in die Privatsphäre eingreift, aber also grob, so ungefähr braucht mein Bruder, aber ne, Pi mal Daumen 5 kW, mal 3, mal 5, je nachdem, ne? Im Winter ist ein bisschen mehr, ist klar, das werden wir ja selber alle wissen, aber so, und wenn wir jetzt mal sagen, ich würde bei meinen Eltern nichts benutzen etc., dann kann man sagen, dass mein Bruder eben durch die Anlage auch schon autark ist. Ne? Wenn wir jetzt mal wirklich ganz hart, aber Jungs, warum? Ne? Ich ballert so viel gegen, ich meine, ihr könnt es glauben oder nicht, mir ist es scheißegal. Wir sind mega happy mit der ganzen Geschichte. Wir haben die Stromrechnung übelst runtergepoltert. Es geht dieses Jahr noch weiter. Und ja, ich bin komplett weg. Wie gesagt, wir machen es so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der Wechselrichter abends, also der hier hinten von der NKW, ob der, also ich weiß nicht, ob der, da müsste es ja schon speichern, ne, Tagesenergie. Also ich hoffe mal, dass ich heute, was weiß ich, sagen wir abends um 7 oder so, werde ich mit euch nochmal hingehen. Und dann gucken wir uns mal an, ja, was Tagessumme ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, mein Bruder braucht 5 kW, ich, was weiß ich, sag mal, ich werde mir bestimmt heute noch was zu essen machen. 10 Minuten, naja, ein halbes kW oder ein kW, ich sag mal, ein kW brauche ich selber auch noch. Also vom bösen Netz, um mir eben was zu essen zu machen. Ansonsten werdet ihr euch ja bestimmt fragen, was treibe ich denn so den ganzen Tag? Ja, heute steht an, den ganzen Krempel hier vom Geburtstag, der muss noch weggeräumt werden. Und vom Pontiac, der hat ein Problem, da quietscht irgendwas. Und da wir das Zeug da beim Pontiac reinräumen wollen, müssen, dürfen, ja, da habe ich gedacht, komm, dann schiebt man die Karre gleich mal raus, da haben wir A mehr Platz zum Einräumen und ich kann mal gucken, was da los ist. Ich vermute, Lichtmaschine fest oder irgendwas. Ich hoffe mal, nichts Schlimmeres, nichts mehr. Ne? Gut, in diesem Sinne, jetzt habe ich ja schon über eine Stunde schon wieder rumgedüdelt. Ne? Naja, gut. Ja, ich würde sagen, falls es noch irgendwas Interessantes ist, hau ich das noch hinten ran oder so, ne? So, ich bin jetzt noch hier. Ich hatte mich mit der Zeit ein bisschen geirrt. Jetzt haben wir es um 12. Ich habe gerade den YouTube-Kommentar beantwortet. Und ja, ich schreibe es gerade noch mit Kevin hier. Von wegen Stream, Bastel-Streams und so. Ja, auf jeden Fall, Kevin, vielen lieben Dank, dass du mir da ein bisschen auf den Sack gehst. Und vor allen Dingen, er hat noch einen guten Vorschlag, eine gute Idee gehabt, warum ich das jetzt mit reinnehme, und zwar eine PDF zu erstellen, wie man RMF baut für Anfänger, sage ich jetzt mal. Das finde ich echt eine gute Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, eine PDF zu machen, ehrlich gesagt. Also Kevin, vielen lieben Dank. Und ja, Kevin hat dann auch gleich noch angeboten, dass er das zum Teil übernimmt. Und da habe ich gesagt, ey, pass auf, wenn du da schon irgendwie was angefangen hast oder so, dann ich würde da auch gerne drüber gucken, eventuell noch richtig stellen oder so oder noch was hinzufügen. Und dann können wir eine schöne PDF machen, ne, für alle. Robert, ich bin gerade noch mit Robert online, basteln gerade am Ladegerät für den, sag schon, für den Roller, weißt du? Gut, jetzt ist es, wie gesagt, Mittag, ich kann jetzt keinen Rasen mähen, ich will den Nachbarn nicht, wegen haben wir Kinder und so. Und ja, da schneide ich jetzt noch schnell das eine Video fertig und dann wird Rasen gemäht. Bis dann. So, bevor ich zum Rasen schreite, tun wir mal noch das eine Video fertig machen. Ich bin gerade über dem Video, ja, Wicklungserklärung Magnetfelder. Ich lasse meinen PC auf vorne und zeige ich mal. Ja, jetzt haben wir hier die Grobdateien vorm Bearbeiten. Das ist quasi die, schon wieder quasi gesagt, ne? Das ist die Aufnahme, die ich gemacht habe. Hier sind dann die Bildchen, die ich vorbereitet habe. Ja, das muss ich jetzt hier irgendwie noch ein bisschen zusammenschnippeln, dass das irgendwie einen Sinn ergibt. Nee, Spaß. Halt die Bilder noch zu den Dings ordnen, ein paar Übergänge. Ihr seht, hier sind ein Haufen Pausen, wo ich irgendwas umgeräumt habe oder was auch immer jemand angerufen hat, was weiß ich.
Ja, das muss eben jetzt noch ein bisschen zusammengebipselt werden. Ne? Ja, dafür nutze ich die Mittagszeit. So, der eine oder andere investiert bestimmt, System läuft, Licht läuft, bliblablub. Wie viel die ganze Geschichte jetzt verbraucht. Wobei natürlich jetzt das PV schon gegengerechnet ist. Ne? Ich sehe jetzt halt nur, was direkt auf dem Akku los ist. Alter, das Display, das macht mich fertig. Also wir jetzt minus 10 Ampere ungefähr. Also 100 Watt minus. Es zieht natürlich mehr, der Wechselrichter jetzt. Aber die PV-Anlage drückt ja gegen. Ne? Wir können ja noch am Regler mal gucken, wie fies es ist. So, wie gesagt, bei mir ist... Ja, moin, der zeigt... Also meine, die Uhren hier, die stimmen nicht so ganz bei meinen Reglern. Ich glaube, das Datum, das stimmt bei dem, das weiß ich, habe ich erst eingestellt. Aber die Uhrzeit stimmt nicht ganz. Wenn ich draußen mal was abklemme oder so, dann verstellt sich das ein bisschen. Also die hängt jetzt hinterher, die Uhr. Hier PV. Wir haben jetzt 68 Watt, also sagen wir mal 170 Watt ungefähr brauche jetzt mein ganzer Krempel. Wobei ihr seht, es schwankt halt auch, ne? Gerade Wolke oder was weiß ich. Ne? Bedenkt bitte, meine Anlage kommt dann erst Nachmittag. Zeige ich euch dann auch noch. Ne, jetzt mal bei 0,34 ist nicht viel passiert. Ja. Ach ne, hier steht es ja auch nochmal. 4,9 Ampere liefert, genau. Naja, gut. Ich mache mich jetzt mal hier ran. Ich packe euch mal einen kleinen Zeitraffer ran. Und das, ja, machen wir mal los. Stöpsel euch mal ab. Jetzt habt ihr es gerade klingeln gehört, als hätte ich es geahnt. Ich wollte euch gerade sagen, ich wollte erstmal hier eine Pause machen, weil ich gleich Besuch bekomme. Der Besuch ist jetzt schon da. Ja, wir haben es jetzt knapp im Ehense. Leider habe ich es jetzt nicht geschafft, das Video schon fertig zu bekommen. Ihr seht, naja, hier bin ich. Da müssen wir hin, beziehungsweise hier werde ich vielleicht noch einiges kürzen müssen oder so. Und naja, ist auf jeden Fall einiges in Arbeit. Ich werde mir jetzt sparen, noch weitere Aufnahmen zu machen. Zeitraffer, ich denke mal, ihr habt ein Viertel gesehen. Das war jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde oder irgendwas. Jetzt gucke ich mal, was mein Kollege will. Und dann wird erstmal Rasen gemäht und dann geht's hier weiter. Aber wie gesagt, das nehme ich euch nicht auf den Zeitraffer oder so nochmal, weil das dauert dann alles noch länger. Auch für mich zum Nachbearbeiten dann wieder. Dass ihr es einfach mal gesehen habt, ne? Ist schon, steckt schon ein bisschen Arbeit drin, ne? Auch in dem Video halt. Und ich zeige euch dann eventuell dann heute abends Ergebnis oder so, wobei wir dann nochmal auf den Akku zwischengucken oder so. Ich nehme euch einfach heute mal den Dach ein bisschen mit. Ja, Kollege ist gerade da, hat ein kleines MBN-Bäckle gebracht. Mit ein paar Bastelsachen drin. Verrate ich aber euch nicht, was drin ist. Und ja, hier haben wir wieder einen Kandidaten. Ey, guck mal, löscht noch grün. Ja, aber die bricht trotzdem immer wieder zusammen. Oh, wenn die noch grün, kriegen wir die bestimmt wieder hin. Sobald ich irgendwas dran steck. Mal gucken, ja, da kann ich dir einen Ersatz gleich austauschen, falls du eine willst. Ja, gerne, gerne. Und dann probierst du die mal. Die siehst du dann wahrscheinlich im Renftest. Ja. Na gut. So, na, Mensch, moin. Hallo. Mensch Natur hat sich auch noch dazu gesellt, mal schnell. Schnell, genau. Ja, schnell. Ja, ich hau die Jungs da noch raus. Ich muss auch mal Rasen mähen hier. Wir wollen ja eine Solaranlage noch gucken. Eigentlich hänge ich schon wieder eine Stunde hinterher. Und die haben heute angerufen, ne? Ja. Ja, schön. Schön. Die sind in Potsdam, die Firma. Ja, ich glaube, das war vor, war irgend sowas. Bei eBay stand irgendwas von Belitz. Da dachte ich, ja. Mal sehen. Potsdam. Da machen wir dann wahrscheinlich ein kurzes Video. Haben die Tag gesagt? Nee. Der hat gesagt, die geben jetzt, die hatten ein bisschen, die wussten nicht so richtig, weil jetzt zwei Namen. Hm. Dann hat er nochmal sich nach rückversichert. Da hat er gesagt, ich will mich einfach nur mal rückversichern, dass ich ja nicht schief geht. Und hab gesagt, nö, alles cool, ja, passt und so. Dann hat er gesagt, oh, alles klar, schönes Wochen. Ne, also war ganz voll, also die verdienen gut an uns. Und den gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Ich hatte gestern 6,5 Kilowattstunden Strom erntet. Heute werden es wahrscheinlich noch mehr sein. Also die Batterie, die hat da gestern voll und die zum Kochen gebracht.
Da kommt aber auch noch ein Video, ich will Nico ja auch mal besuchen, mal ein bisschen filmen. Ja, kommst du halt zum Herrentag. Zum Herrentag? Ich hab nächste Woche Ferien. Ich weiß gar nicht, wenn da ist, ne? Nächste Woche oder was, ne? Nächste Woche Donnerstag. Das ist die Himmelfahrt. Zum Herrentag. Ich bin die ganze Woche dahin. Bis die ganze Woche? Mhm. Ja gut, ich würde mich nicht auf den Herrentag, da habe ich jetzt nicht so... Ja, wenn die eh dahin ist, ist ja egal, oder? Wenn die nicht... Können wir ja nächste Woche irgendwie machen. Also nächste Woche machst du Mensch Natur. Dann gucken wir mal an, was du da verkabelt hast. 6 kW. Ich komme ja. Komm mit ganzen Kabel klar inzwischen. Da hat mehr wie ich, Jungs. Ja. Naja, ich sag mal, vor einem Jahr ungefähr halt mich ja noch ganz schön gestrebt vor so viel Kabel und alles, aber... Jetzt. Im Nachhinein ist einfach, ne? Ja, klar. Ja. Ich weiß noch, wie ich mir einen Stromkasten angebaut habe. Da hängt dann plötzlich ja nichts mehr und dann habe ich Felix angerufen. Komm mal, du musst mehr. Na, bei mir war es immer der Vater, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Dass dann kam der rüber, Nico, bleib mal ruhig. Ich krieg mal hin. Ja, mein Vater hat auch immer gesagt, solange wie nichts brennt oder so, ist alles noch machbar. Sonst ist scheiße. Nee, und jetzt ja. Ja, ist schön. Ja. Strom ist halt verändert. Naja, da haben wir Nico hier mal spontan Besuch, fast. Ja. War fast geplant. So, der Kollege hört gerade ab. Oh, schluckt da ein Loch im Auspuff. Muss ich mal sagen, da müssen wir mal gucken. Und ich werde jetzt mal Rasen mähen, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und, wo habe ich denn meinen Sinn? Hut? Ah, diesmal kein Aluhut. Und ja, ich mähe ein bisschen und dann gucken wir noch mal. Wir haben es jetzt so. Ja, ich denke mal. Naja, ein Stündchen mehr schon brauchen, ne? Und dann können wir schon mal gucken. Dann müsste langsam mit der Sonne, ich glaube, 7:30. Wobei bei der Sonne jetzt 8 wahrscheinlich ist die Dings. Die Sonne weg. Und dann können wir mal hinten gucken. Sag schon. Na Mensch, habe ich heute einen Sprachfehler. Können wir hinten mal gucken, wie viele Kilowattstunden reingekommen sind, ne? Gut. Bis dann. So, fertig mit mir. Ja, du hast wohl Hunger, hä? Schnatterinchen. Ja. Ich war gerade im Keller eingesperrt, die Kleine. Ja. Ja, ist ja gut. Alles gut. Geh wieder Strom an. So, gucken wir mal. Nee, noch nicht. Ach, du willst was zu fressen, ne? Nee, für mich ist nicht. Ja, Rasen ist gemäht. Huch, sieh. Jetzt sind die hier rum. Da, alles weg. Jetzt gucken wir mal. Die Sonne ist zwar noch ein bisschen da, also sind zwei Bäume vom Nachbar davor. Und da gucken wir mal. Ich werde nämlich auch mal aufs Handy wechseln. Ob wir hier sehen, was heute so reingekommen ist. Ne? Ein bisschen wird vielleicht noch reinkommen. Ah nee, das ist ja beleuchtet. Ja, 46 Watt haben wir jetzt noch. Und 600 Maximum, 3,8 kW, 19 Uhr, das müsste... Hallo? Guten Tag. Was ist denn das? Was ist immer? Ja, da müssen wir mit sich noch was zu fressen geben. Naja, auf jeden Fall, ich denke, das müsste auf der GoPro rüberkommen. 3,8 kW? Ja, ich denke, da ist meine Tasse Milch heute früh und für ein... Ja, sag schon. Kühltruhe und Kühlschrank und der Mist. Ist auf jeden Fall gedeckt. Ne? Wir gucken jetzt noch mal oben, was ich da habe. So, GoPro leer gespielt, wo ich gar nicht so viel aufgenommen habe. Wahrscheinlich ist der 11 Euro Akku doch nicht so gut. Aber naja. Ja, tja, brauche ich nicht zu machen. Ist ja nicht mehr Winter. Und ich dachte mir, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben es 19 Uhr rum. Upsa, 13,6 und 60 Wattstunden. Ach, das ist ein Bild, ne? 60 Wattstunden plus. Aktuell haben wir auch noch plus von 35 Watt kommen jetzt noch rein. Ich denke mal, da hat jetzt so auf den Flotmodus geschaltet, weil voll und so. Ja, normal bei 0 müsste er voll sein, 60 drüber, wenn man ein bisschen Verlust immer. Ja, ich würde sagen, Akku müsste knacke voll sein. Vielleicht nicht ganz. Ich denke,
von den kühlen Wintertagen kann jetzt ruhig noch ein bisschen mehr rein, halbes kW oder so. Könnte ich noch plus machen. Ja, jetzt kann ich noch gemütlich 1, 2, 3 kW rausnehmen. Und dann kann ich mein Video weiterschneiden. Die Maschine läuft. Bei uns gab es zum Abendbrot Brot. Das musste natürlich mit der Brotmaschine 2 Sekunden geschnitten werden. Den Verbrauch müssen wir einrechnen. Und ein bisschen vom Kühlschrank. Ja, und 4 kW hat es gegengespeist. Ich denke, 4 kW kriegst du damit nicht zusammen. Der Rest ist halt ja, für den Bauernhof, für die Familie. Und einmal die Woche eine Waschmaschine ist dann auch locker drin. Ne? Ich denke, das sollte klar sein. In diesem Sinne, ach nee, warte mal, Tee hast du noch gekocht. Hast du mit Holz oder mit Strom? Heute mal mit Strom. Heute mal mit Strom, weil es so warm ist. Und ja gut, da haben wir hier nochmal 0, also wie lange geht denn der? 10 Minuten? Nicht immer. Das ist vielleicht 50 Watt, 100 Watt, was er verbraucht hat. Ist ja egal, haben wir auf jeden Fall rein. So, los, wir haben es jetzt so 9:45. Ah, ich hab's geschafft. Also zumindest mal das erste Schnippeln und Zeug rausschneiden und zusammenstellen sind, keine Ahnung, 2000 Schnitte geworden. Ja, also muss mal gerendert werden. Wir können ja mal, ich würde sagen, ich schmeiß jetzt den Rendervorgang schnell mal an und dann gucken wir uns mal einen Akku an. So, Rendervorgang läuft. Er sagt jetzt Fertigstellung 21.18 Uhr. Das sind 3 Minuten, ne? Da muss ich mich ja sogar beeilen. Der hat jetzt schon 20%. Ja gut, das Video wird nur 5, 6, 7, 8 Minuten. Hinten dran kommt noch. Habe ich noch ein bisschen gequatscht dann hinten aus, das habe ich jetzt weggeschnitten. Ja, keine Ahnung, vielleicht tue ich das noch als extra Video, so ein bisschen ein paar Worte zur Wicklung oder irgend sowas mal. Guck mal, wir gehen jetzt mal rüber zum, zum Akku und gucken mal, was die Spannung sagt, Kilowattstunden und etc. Upsala. Wir haben 12,3 bei minus 22 Ampere, 22,6, seht ihr oben rechts. Ja, das sind 300 Watt oder 280 jetzt, circa, jetzt sind es mal 313 waren es oder 12. Und insgesamt sind wir bei minus 172 Wattstunden, jetzt hat es gerade umgeschaltet. Ja, das ist der Bleiakku hier. Das ist meine Versorgung so, also ihr seht, ich habe nicht viel verbraucht. Meine Kollegen davon hat man nur das Dings an, das Dubai-Licht, das verbraucht 1 Watt und hängt ja an einer extra Batterie, die ich dann ab und zu mal lade. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier verbraucht haben, weil, achso, das müsste ich jetzt gegenrechnen mit dem Laderegler drin, Moment. So, der zeigt jetzt komischerweise 12,4 an hier. Hm. Naja, und zwar, ui, Männers, neuer Rekord, die Short, glaube ich, 1,77 kW. Ja, also im Grunde kann man sagen, habe ich heute 1,77 kW verbraucht, oder? Also Pi mal Daumen, weil ich habe ja nicht großartig Gewinn im Akku und es zieht ja jetzt sogar noch was raus. Also würde ich mal sagen, knapp. Ich sage jetzt einfach mal 1,7 kW. Ja, moin, fall halt noch auseinander. Sagen wir mal grob 1,7 kW heute ungefähr verballert. Gut, man müsste es jetzt nochmal gegenrechnen. Wir sind jetzt bei 87%. Der ist gleich fertig. Ja, ich würde sagen, da können wir nochmal gegenrechnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein bisschen zock oder so oder was ich heute noch mache. Keine Ahnung, falls ich noch zock, hänge ich das euch hinten noch ran, damit ihr dann die Akkuspannung nochmal seht. Also ich glaube es auch nicht, ich bin jetzt schon nicht mehr ganz fit. Und ich denke mal, ich werde mit den Jungs im Discord ein bisschen quatschen. Jetzt ist er fertig. Jetzt könnten wir den Tag jetzt mal so, also es ist ein kleiner Einblick natürlich nur. Alles kann ich euch irgendwo nicht zeigen. 1,77. So, also 1,7 kW sind heute über den Laderegler da reingekommen und wir haben noch ein bisschen Minus. Guckt mal, also 2 kW ungefähr habe ich heute verbraucht. Wobei das halt auch, ja, habe Videos geschnitten und
bestimmt 4-5 Stunden am Rechner gesessen. Das Video erstmal halt geschnippelt und so, ne? Dann halt noch das Rendern, wobei das Rendern jetzt nicht allzu viel war. Das geht tatsächlich. Ja, 2 kW, sag ich jetzt mal. Und ich bin beim Akku, ihr seht, wir haben jetzt 15 Ampere Last ungefähr. Oder 10 Ampere, warte mal, 14 Ampere ungefähr. Das sind 108 Watt, 170 Watt. Und ich habe erstmal minus 187 Wattstunden. Ich könnte jetzt, denke ich mal, locker 2 kW noch rausziehen. Ja, jetzt ist er sogar auf 12,5 wieder gegangen. Bei 13, 14 Ampere. Und da guck, 12,5. Ne, ist klar, weil er jetzt nicht mehr rendert. Und ja, also ich komme damit hin. Ihr seht, der Akku ist noch nicht mal, im Grunde genommen nicht mal benutzt worden. Es kann sein, dass wenn mal eine Wolke war, dass er mal ein paar Ampere liefern musste, was der Laderegler nicht geliefert hat, oder beziehungsweise meine Anlage. Aber ansonsten war das auf jeden Fall wieder eine kostenlose Geschichte heute. Ja, in diesem Sinne, haut mal in die Kommentare, wie viel kW ihr verbraucht am Tag. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich kann euch immer noch meine Netzteilwand zeigen, vom Falco gesammelt. Ich bin jetzt auch ein bisschen kaputt und zerkratzt. Schönen Abend euch noch, schönen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, wenn ihr so lange dabei wart. Haut mal hashtag aktiv rein, wenn ihr so lange dabei wart. Tschüssi.